Sein Wohnmobil hat Eduard Lüning mitten in Münster geparkt. Das Frühstück für 50 Cent stammt vom Vortag, mitgebracht aus der Suppenküche. Wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag für mich an. Das ist so um 7 Uhr spätestens, sonst kriege ich keine Flaschen mehr, oft auch 6:30. Also dann ist noch was drin. Aufbruch, Samstagmorgen. Der erste Mülleimer in Sichtweite vom Wohnmobil. Leider kein Pfand. Woran sieht man's? Das ist Holland-Pfand. Immer eine kleine Enttäuschung, sowas zu sehen, aber man kann sie ändern. Direkt neben dem Parkplatz Münsters Kneipenviertel. Bis 5 Uhr wurde hier noch ordentlich gefeiert. Aber es liegt kaum Leergut rum. Die ersten 20 Minuten verlaufen nicht gut für den Flaschensammler, obwohl er jede Mülltonne durchsucht. Dann auf einer Wiese die erste Glasflasche. Nach einer halben Stunde Durchstreck ist das wie ein Sechser im Lotto. Wie Dagobert Duck zu seinem ersten Taler kam. Echt, da freut man sich. Kommt echt Freude auf. 8 Cent. Ist das Eis gebrochen. Rund um den Kirmesplatz in der Innenstadt scheint sonst nicht viel zu holen zu sein. Alles leere Tonnen. Waren schon welche hier? Ja, mit Sicherheit. Es waren schon welche hier. Also sonst liegt hier noch einiges. Aber die waren schon Stunden vor mir da. Samstage wie dieser sind wichtig für ihn. Lüning bezieht kein Hartz IV, sondern lebt nur von einer kleinen Rente und vom Dosenpfand. Er braucht jeden Cent zum Leben. Hollandpfand. Deshalb gibt er nicht auf, sondern sucht nun instinktiv in der zweiten Reihe und unter den Fahrgeschäften. Und dort liegt reichlich. Was bringt ein so eine Plastikflasche? Oh, 25 Cent, das sind jetzt schon 5, 6, ein Sixpack. 1,50. Na, so kann's weitergehen, ne? Ja. Hinter den Wohnwagen der Schausteller findet sich noch einiges, was die anderen Pfandsucher wohl übersehen haben. Ist auch noch was. Sekunde. Ja, hallo, das ist ja aber auch Geld. Kann man die noch einlösen? Ja, aber klar, die kann man noch einlösen. Die bringt 25 Cent, die ist völlig platt, die nimmt keinen Platz weg. Super Dose. Eduard Lüning freut sich. Nach einer Stunde hat er Leergut für geschätzte 10 Euro im Sack. Hier ist abgegrast. Ich fahre jetzt nach Dortmund zu den Zügen, weil ich rechne mir da noch einiges aus. Heute spielt der 1. FC Köln in Dortmund und das elektrisiert. Ausverkauf 85.000, vielleicht geht da ja was. Dankeschön. Bitte? Nehmen wir die auch mit. Danke. Im Zug nach Dortmund, 11.30 Uhr. Die Fußballfans glühen ordentlich vor, lassen überall ihr Leergut liegen. Denn die Flaschen und Dosen dürfen sie später nicht mit ins Stadion nehmen. Viele drücken dem Sammler ihre Pfandflaschen direkt in die Hand, als Geschenk. Viele erkennen Eduard Lüning sogar, haben ihn bei Stern TV gesehen. Hier für dein Wohnmobil. Dankeschön. In jedem Abteil bekommt der 50-Jährige was. Aus der Flasche schmeckt's besser, ne? Im nächsten Wagen kein Durchkommen mehr. Doch ganz freundlich wird dem Sammler das Leergut quer durchs Abteil gereicht. Die Glückssträhne hält an bis Dortmund Hauptbahnhof. Die Fahrgäste steigen aus, Lüning durchsucht den leeren Zug und findet noch reichlich. Auf dem Bahnhof sucht Eduard Lüning nach weiteren Fanzügen. Er läuft von Gleis zu Gleis, um sich in die Wagen zu zwängen, sobald der Zug die Türen öffnet. Jetzt muss es schnell gehen, denn der Flaschensammler muss aussteigen, bevor der Zug weiterfährt. Es ist richtig Stress mit dem Hoppen, weil ich möchte nicht mitfahren und dadurch drei andere Züge verpassen. Und ich habe hier teilweise nur 2-3 Minuten Zeit. Also man muss hier richtig Gas geben. Wir nehmen alle nur die Dosen mit. Er ist nicht der einzige Sammler im Zug, aber die anderen lassen meist die Glasflaschen stehen. Sie sind schwerer und bringen weniger. Eduard Lüning macht richtig fette Beute. Die Fans haben vorgesammelt und reichen ihm Taschen voll mit Flaschen. Ach so, herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Hört ja gar nicht mehr auf. Ach, hier.
Entschuldigung. Er ist aussteigen lassen. Also. 4 bis 5 Flaschensammler in jedem Regionalzug. Bundesligaspiele sind wie Weihnachten für sie. Mit einigen gibt es Ärger. Ja komm, ist doch egal. Wir saugen, wie wir wollen. Sich als Schwein beschimpfen zu lassen, das gehört zum Berufsrisiko. Wenn ich da 10 Dosen sehe und einer macht sich daran zu schaffen, dann bediene ich mich auch. Ist ja nicht nur seine Sache dann, aber das ist ein Hauen und Stechen. Obwohl hier mindestens 10 Flaschensammler unterwegs sind, bleibt auch für Eduard Lüning genügend übrig. 15 Uhr, die Fans sind im Stadion. Nun gibt es für ihn am Dortmunder Bahnhof nichts mehr zu tun. Lüning will zurück nach Münster. Abends will er die Fans dort wieder in Empfang nehmen. Nach 6 Stunden Sammeln ist für ihn noch lange nicht Schluss. Jetzt ist Halbzeit. Erste Halbzeit, Münster zweite Halbzeit und das ganze Spiel von vorn. Ich freue mich richtig drauf. Im Grunde genommen komme ich jetzt erst auf Touren. 21 Uhr in Münster. 5 Säcke mit Leergut hat Eduard Lüning inzwischen im Wohnmobil in Sicherheit gebracht. Dies soll der letzte Zug für heute sein. Doch zunächst gibt's Ärger, als Lüning einem anderen Sammler ein paar Dosen wegschnappen will. Ja, genau. Ne, die sind ja alle meine Dosen. Da kannst du nicht beigehen. Ich bin nicht beigelegen. Entschuldigung, aber ich habe die doch gar nicht gesehen. Ich dachte, du wärst einer von den Typen. Ich habe den nicht gesehen. Noch schnell in den letzten Waggon. Zu spät. Die Türen sind schon zu. Und dabei gäbe es hier noch einiges an Pfanddosen zu erbeuten. Die kostbaren Blechdosen sind ganz nah, aber unerreichbar. Trotzdem einer der besten Tage, die Eduard Lüning je hatte. Er hat sich auch mächtig ins Zeug gelegt. Hier ist der Jäger mit seiner Beute. So, dann schauen wir mal. Also bis hierhin 73,36 Euro. Das ist nicht so schlecht. So. Kriegen Sie von mir schon mal ausbezahlt und wirklich versprochen, den Rest machen wir noch. Wie viel liegt da noch an, ungefähr, schätzungsweise? Ja gut, das sind Peanuts. Also ich sag mal maximal einen Zehner noch. Also so um die 80 Euro an einem Tag? 100 schafft man nicht. 83 kann man bequem, Wochenende 150 Euro, kein Thema. Wahnsinn. Aber ich muss dabei sagen, die Flaschen schön und gut, die haben mich nicht allein in die Spur gebracht. Also auf dem Tiefpunkt meiner Krise muss ich ganz ehrlich sagen, ein Wort, die draußen, das Münsteraner Straßenmagazin, das hat mir Struktur verschafft. Ich habe die draußen verkaufen können, die haben meine Gedichte abgedruckt und so weiter. Und der Verein ist ewig klamm. Und die freuen sich über jede Spende. Draußen das Münsteraner Straßenmagazin sagt damit, merci. Dankeschön. Ist damit erwähnt. Und Sie haben bewiesen, was mit Eigeninitiative möglich ist. Dafür auch meinen Respekt und große Anerkennung. Eduard Lüning, alles Gute.